Am Ende ihrer Direktorin nannte Gouverneur Christopher Drexler Sebastian Högerlinger und Peter Schernhuber, Ehrensteirer. Die Generalversammlung von Diagonale gab dem Duo 8 Jahre lang als künstlerischer Leiter Blumen. Sie haben es wirklich gerockt. Und sie dankten dem Team. Dem größten Geschenk, berühmte letzte Worte, danke. Wir werden jetzt Wayne's Welt sehen. Es gab auch Preise, reichlich. Die besten Bilder aus der Diagonale Award-Zeremonie, das Publikum stimmte für den Dokumentarfilm. Der Feminismus ist eine bekannte Tatsache. Dass das Publikum in Graz seine eigene Wahl trifft. 2023 war das beste Ergebnis im Publikumspreis. Der kleine Zeitung Katharina Mückstein kann sich über den Preis freuen. Mit 3000 Euro ausgestattet ist diese Idee ist der Schlüssel zu einer Zukunft in dieser Welt. Viele Dank des Teams und der Besetzung von Feminismus WTF und dem Diagonale Publikum. Das WTF dient als Anrufzeichen in ihrem trendigen, polyphonischen, wütenden Film. Clevere Minds erklären Machtabhängigkeitsbeziehungen aus einer transtheoretischen postkolonialen Perspektive. Ein Film, der den Feminismus erklärt, klassifiziert, für alle. Im Kino vom Freitag. Zwei Favoriten der Menge. Es gab auch mehr verdiente Anerkennung. Zwei styrianische Schauspielgrößen. Grazer Pia Hirzegger, der auch als Regisseur, Autorin und Moderatorin arbeitet, erhielt Auszeichnung Beste Schauspielerin. Ihre Darstellung einer undurchsichtigen Mutterfigur Peter Henglers Thriller Familienessen mit beeindruckender Ambivalenz zieht sie einen Charakter Angst und leistet einen entscheidenden Beitrag zur eskalierenden, unheimlichen Atmosphäre des Films, sagte Schauspieljury ihrer Aussage. Als Schauspielerin war Hirzegger seit langem dazu verpflichtet, weibliche Charaktere zu beschmutzen. Hier ist sie eine bedrohliche Matriarchin, unglaublich schillernden Topform. Wie ihrer Akzeptanzrede, als wir drehten, waren wir uns nicht einmal bewusst, was ein großartiger Ort Horror unter Österreich ist, genannt. Viel Applaus. Gerhard Liebmann zeichnet David Wagners Drama Eismeier, das in Venedig uraufgeführt wurde, nicht weniger beeindruckend, basierend auf einem echten Modell eines harten Soldaten, sich einen jungen Rekrut verliebt. Nach Angaben der Jury zog er das Brechen einer emotionalen Hülle auf so eindringliche, beeindruckende Weise, dass er Preis für den besten Schauspieler erhielt. Es ist bereits zweite Diagonale Schauspielpreis für Liebmann, dessen zurückhaltendes, intelligentes Spiel bei führenden und unterstützenden Rollen seit 1990er Jahren zahlreiche inländische Produktionen geführt hat. Die Reise mit diesem Film begann vor 3,5 Jahren. Ich habe so viel gelernt. Ich bin dankbar dafür. Und jetzt diese Auszeichnung. David, danke für dein Engagement. Dein Herz. Ich liebe dich. Anführungszeichen.